zeige ich dir eine ganz besondere Mütze mit viel Volumen im Hinterkopf, so dass wir die Haare unterbringen können oder ganz stylisch legen können, wie wir die wollen. Mit dem ganz breiten Bund, die was schön hält, dass aber da wird's wenig rutscht, mit dem tollen Muster, als wäre es gewebt. Es sind aber trotzdem nur rechte und linke Maschen. Es wird wirklich einfach sein zum Stricken, auch das Abnehmen, das Zunehmen, das zeige ich dir ganz easy. In einem Multimix. Die erste Wolle ist ein Multimix in Pink, Orange und Lila. Und dann die Streifen sind einfarbig dazwischen gearbeitet. Du brauchst von diesem Multimix 2 Knäuel Wolle und von diesem einfarbigen 1 Knäuel. Das Knäuel hat etwa eine Lauflänge von 120 bis 130 Meter und dazu die passende Rundstricknadel in der Größe etwa 3,5. Dann hast du die richtige Wolle. Und wenn ein bisschen Wollanteil in dieser Wolle drin ist, nicht nur Polyacryl, dann hält es wesentlich wärmer. Das würde ich für den Winter empfehlen. Wie gesagt, wir stricken nur rechte und linke. Es ist ein ganz besonderes Muster. Das sieht aus wie gewebt, ist aber total easy. Jetzt vielleicht noch mal so auf diesem Kopf, damit er die Farben noch ein bisschen besser sieht und das Muster und wie man die Mütze dann tragen kann. So sieht man dann auch noch mal ganz gut die Farbgestaltung. Es ist wirklich einfach und ich würde sagen, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Als erstes müssen wir jetzt die Maschen fangen. Dazu nimmt er bitte die Rundstricknadel, eine etwa 3,5 bis 4, was ihr zu Hause habt. Und bitte noch einen Strickstock dazu, das ist jetzt eine einzelne Nadel von dem Sockenstrickgarn-Set. Und wenn ihr das nicht habt, geht aber auch ganz gut so ein Holzschaschlikspieß, weil die ersten Maschen, die man fängt, sind meistens sehr eng. Das spannt dann an der Mütze, das ist sehr unangenehm und damit die erste Reihe genauso weit wird wie die weiteren gestrickten, nehme ich dann immer noch einen Zusatzstrickstock dazu, so ein kleiner, nur beim Maschenfang. Ihr wisst, ich fange meine Maschen rechts, links, das habe ich schon öfters erklärt, weil es wirklich viel schöner wird. Meine Oma und die Uroma haben das schon so gemacht, aber ihr könnt das auch ganz normal machen, das spielt keine Rolle. Wenn ihr es aber lernen wollt, darüber gibt es ein extra Video. Wir schlagen jetzt erst unsere Maschen an. Ihr müsst herausfinden, wie viel Maschen ihr braucht. Bei einer Kindermütze schätze ich ungefähr 65 Maschen. Ich brauche jetzt da, also es muss eine runde Zahl sein bei dem Muster, also 66 Maschen. Ich mache jetzt 90 bis 96 Maschen. Man muss es ausprobieren, das geht so. Man nimmt die Wolle, fängt sich Maschen etwa 40 bis 50 oder wenn man ganz fleißig ist, gleich 100. Dann strickt man 4 bis 5 Reihen und kettet locker ab. Und dieses Maß kann man dann um den Kopf des zu bestrickten legen. Man zählt dann die Maschen aus und ist man total auf der sicheren Seite. Und dieses Strickstück hebe ich dann immer auf. Dann nehme ich die Banderole jetzt da von der Wolle und steckt mir die da dran und dann brauche ich eigentlich kein neues mehr machen. Und wenn ich dann die Wolle habe oder auch eine ähnliche Wolle, wo einfach nur die gleiche Lauflänge drauf ist, wir haben ja jetzt eine Lauflänge von etwa 133 Meter, 120 bis 133 Meter, dann brauche ich gar kein neues Muster machen und das ist wirklich sehr sinnvoll. So, jetzt macht ihr eure Maschen fertig. Dann wird gestrickt zwei rechts, zwei links. Im Wechsel auf der anderen Seite sind die rechten dann linke und die linken dann rechte, das seht ihr. Und ganz wichtig, die letzte Masche darf nicht gestrickt werden, die wird nur abgehoben. Wenn wir alle Maschen gefangen haben, ziehen wir natürlich den einzelnen Strickstock heraus und dann stricken wir als erstes das Bündchen mit der multifarbenen Wolle. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Also ganz wichtig, letzte Masche abheben, nicht stricken. Der Bund unserer Mütze wächst jetzt stetig. Wir machen immer und immer weiter zwei rechte, zwei linke.
heben die letzte Masche auf der Reihe auf jeden Fall immer ab. Ich habe jetzt hier 7 cm. Wir stricken noch eine ganze Weile weiter, weil der Bund ist bei einer Mütze das Allerwichtigste. Wenn der zu schmal ist oder nicht richtig sitzt, dann rutscht die ganze Zeit und fängt an zu nerven. Und deswegen auf jeden Fall nochmal weiter stricken auf mindestens 10 bis 12 cm. Das sehen wir noch. Ihr könnt das auch an euch mal ausprobieren, was euch am besten dann gefällt, wie es sitzt. Aber unter 10 cm mache ich dann für so eine Art Mütze keinen Bund, weil es einfach nicht hält. Natürlich, wenn wir jetzt diese Mütze für ein kleines Mädchen machen, würde ich jetzt damit 7 cm aufhören. Aber immer erst gut messen, sitzt es, sind die Öhrchen schön zu, ist die Stirn schön warm bedeckt, sitzt es gut, dann können wir weitermachen. Das müsst ihr dann immer zwischendurch an derjenigen Person, für die die Mütze sein soll, ausprobieren. Wir sind jetzt auf der rechten Seite und stricken eine Reihe rechts. Wir müssen aber nach jeder vierten Masche eine Masche zunehmen. 2, 3, 4 und die fünfte müssen wir zunehmen. Dann macht ein Umschlag, einfach so drüber hin. Von vorne nach hinten und dann wieder 1, 2, 3, 4, von vorne nach hinten Umschlag, dann wieder 1, 2, 3, 4, von vorne nach hinten ein Umschlag, 1, 2, 3, 4 und ein Umschlag. Und das machen wir jetzt die ganze Reihe und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Wir haben jetzt zugenommen. Die letzte Masche wird natürlich wieder nur abgehoben, nicht gestrickt. So, jetzt legen wir das Muster an und stricken die aufgenommenen Maschen. Wir fangen an, wir müssen immer 10 Maschen stricken. Ich fange mit rechts an. 1, 2, den Umschlag muss man von hinten einstechen und dann stricken, sonst gibt es ein Loch. 3, 4, 5, 6, 7, ist wieder einer. Den Umschlag von hinten einstechen und eine verdrehte rechte Masche machen. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Wir machen jetzt immer 10 rechte, 10 linke, 10 rechte, 10 linke. Das ist unser Muster und dann müssen wir 10 Reihen von machen. 10 Maschen, 10 Reihen. So, jetzt sind wir bei links. 1, jetzt nehmen wir die Masche, drehen die uns auf dem Strickstock einmal um und dann stricken wir sie erst links. 2, 3, 4, 5, 6. Die siebte muss wieder gedreht werden. Ihr nehmt die auf den anderen Strickstock. Verdreh die und tu die wieder nach vorne. Andere verdrehen die Maschen nicht beim Zunehmen. Ich schon, weil wenn man die so strickt, gibt es ein Riesenloch und das wollen wir ja nicht. Jetzt machen wir, Moment, 2, 4, 6, 7, 7. linke, 8. linke, 9. linke, 10. linke. Jetzt kommen wir wieder rechts. Eine rechts, es kommt der Umschlag von hinten eingestochen. Und eine rechte gemacht. 2, 3, 4, 5, 6. Umschlag von hinten eingestochen. 7, 8, 9, 10 rechte. Jetzt kommen wir wieder zu den linken. Ich zeige es noch einmal. Links, unsere linke kommt. Wir nehmen die auf unsere rechte Nadel. Wir nehmen sie wieder auf der linke, aber verdrehen sie. So, und dann stricken wir sie erst links. 1, 2 und wieder 10. Und so machen wir die ganze Reihe. Auf der anderen Seite sind natürlich dann 10 rechte, 10 linke. Ihr seht das Muster, das gibt dann so Kästchen. Und wir müssen jetzt an diesem Muster 10 Reihen stricken und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Wir haben jetzt die 10 Reihen gestrickt in dem Muster. 10 rechts oder links, wie ihr anfangt. Ich habe hier 10 links, 10 rechts, 10 links, 10 rechts.
Wenn bei euch die Maschen nicht aufgegangen sein sollten, dass hinten vielleicht einfach noch 4, 5 übrig sind, die nicht mehr zu den 10 passen würden, dann macht ihr einfach die 5, 6, 7, die übrig geblieben sind, natürlich fortlaufend im Gegensetzen. Wenn die letzten 10 rechte sind, dann sind die ganz letzten, die 6 oder 7, halt linke dann. Das läuft dann weiter, ist halt ein kleineres Kästchen. Als nächstes wechseln wir jetzt. Wir haben hier 10 linke, 10 rechte. Jetzt wechseln wir komplett. Am Anfang sind jetzt da 10 rechte, dann 10 linke. Das ist das entgegengesetzte unserem Muster. Wieder, wenn ihr als erstes rechte, linke habt, dann macht ihr jetzt rechte. Wenn ihr wie ich linke habt, kommen rechte. Wenn ihr jetzt rechte habt, als erstes kommen linke. Und dann wieder 10 rein, aber diesmal in der einfarbigen Wolle, wenn ihr diese Streifenmuster machen wollt. Und das sind jetzt dann nochmal 10 Reihen. Danach kommen 10 Reihen wieder in den Multi. Wieder Musterwechsel, dass wir immer solche Kästchen kriegen. Aber das zeige ich euch jetzt nach dem nächsten, wie das aussieht, dass ihr es besser versteht. So, ich habe jetzt mal weitergearbeitet. Ich hoffe, ihr seht es. Das ist immer Mustermix. Hier unten sind 10 linke, dann kommen 10 rechte, jetzt kommen 10 linke und hier oben kommen wieder 10 rechte. Und diese Kästchen setzen sich dann sofort, dieses Muster. Ich habe jetzt einen einfarbigen Streifen hier nach den ersten 10 Reihen, dann kommt wieder die Multifarbe, dann kommen wieder der Streifen und so setzt sich das fort, bis wir auf der Höhe sind, die uns angenehm ist. Weil das ja eine weitere Mütze gibt, brauchen wir noch ein bisschen. Also setzt bitte das Muster sofort. Immer nach 10 Reihen wird gewechselt, dass dann der Anfang entweder in rechts oder linken Maschen ist mit 10 Maschen, die wir stricken. Dass es da wirklich so ein schönes Kästchenmuster gibt. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Mal das Muster gewechselt, damit wir so kleine Quadrate kriegen, die wie so gewebt aussehen. Ich habe die Farben gewechselt. Ihr könnt das natürlich auch alles in einem machen. Und bei mir reicht diese Weite aus. Ich zeige euch jetzt mal, wie man probiert, ob es groß genug ist. Weil wir es ja mit einer Rundstricknadel gemacht haben, können wir das ganz eng zusammenziehen. Dann kann man sich mal ein bisschen feststecken. Und dann probiert man die Mütze halt offen an. Und dann sieht man genau, muss ich noch oder muss ich nicht. Bei mir reicht jetzt 5 Mal wechseln. Ihr könnt ja noch mal gucken, wie viel ihr braucht. So, das Abnehmen ist jetzt auf jeden Fall gleich, egal wie weit ihr noch strickt. Bei einer Kindermütze hätte man aber früher aufhören müssen, aber das hatte ich euch ja schon ein paar Mal erzählt, wie man misst. So, wir haben jetzt 10 Reihen. Wieder gestrickt. Wir bleiben jetzt beim Muster und nehmen jetzt ab. Wir müssen immer 2 jetzt zusammenstricken im Muster. 2 in links, 2 in links, 2 in links, 2 in links und nochmal 2 in links. So, dann kommen die rechten, 2 in rechts. 2 in rechts, 2 in rechts, 2 in rechts, 2 in rechts, dann wieder 2 in links, immer solche Pärchen und in dieser Reihe und in der nächsten Reihe natürlich die letzte Maschen auch zusammenstricken. Wir müssen jetzt 2 Reihen immer 2 zusammenstricken, so wie im Muster bleibend. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Links wieder zusammen, dann wieder rechts und so weiter. Die zweite Reihe abnehmen zeige ich euch nochmal, weil es jetzt einen Übertritt gibt. Wir bleiben im Muster, immer 2 zusammen. Da jetzt aber eine rechte und eine linke zusammen liegt, nehmen wir immer was vorne davor ist. Bei mir ist eine rechte, also machen wir die rechte, die nächste als rechte. Dann machen wir eins, nee, immer Pärchen. Eins, zwei und die nächste auch. Da hat es gestimmt. So, dann wieder 2. Bleiben wir in rechts. Eins,
2. Da geht es wieder nicht. Wir nehmen noch eine rechte. Und dann die linke. 1. 2. Linke. Dann machen wir wieder die rechten als Pärchen. 1. 2. 3. Dann 2 linke. Und so machen wir jetzt diese Reihe auch fertig mit dem Abnehmen. So, jetzt haben wir genug abgenommen. Wir schneiden jetzt den Faden ganz großzügig ab, also bestimmt so 40 cm. Fädeln den auf eine große Nadel auf. Eine Sticknadel oder eine Nähnadel, das ist egal. Schön Faden auffädeln. Und jetzt müssen wir die ganzen Maschen einfach auf die Nadel machen. Einfach so abziehen. Alle Maschen auf die Nadel und auf den Faden ziehen. Das ist jetzt unsere nächste Aufgabe. Wir haben jetzt alle Maschen zusammengezogen. Jetzt müssen wir das noch gut vernähen. Wir gehen auf die linke Seite. Haben wir das zusammengezogen und dann gehen wir ganz oben bei der ersten Masche und nähen uns das gut hier fest. Richtig gut ziehen und festnehmen mit 4, 5 Hin- und Herbewegungen, also festnähen. Und dann müssen wir noch auf jeden Fall das Mittelteil ein bisschen zusammenziehen. Da gehen wir hoch, runter, hinein und ziehen uns das fest und nähen uns das noch ein bisschen zusammen. Als Unterstützung, das muss jetzt wirklich gut zusammengenäht werden. Faden nicht abschneiden, weil wir mit diesem Faden dann auch die Nadel, also das Ganze richtig gut vernähen. Dann ist es empfehlenswert, sich die Mütze ein bisschen zusammenzustecken. Da kommt wieder mein Handarbeitsglas zum Einsatz, das hatte ich euch im Extra-Video gezeigt. Wir stecken auf jeden Fall die Mütze zusammen, da wo der Bund endet. Wo wir dann mit dem Muster anfangen, damit wir genau da zusammennähen. Die Fäden, die wir noch haben, vom Farbwechsel, die legen wir auch auf die linke Seite. Und jetzt nähen wir die Mütze ordentlich zusammen, ganz, ganz, ganz am Rand. Wir gehen 1 cm nach vorne. Und 1/2 cm zurück. Wir gehen 1 cm nach vorne und 1/2 cm zurück. Und so schließen wir jetzt die Mütze mit diesem Stich. Schön am Rand. Bisschen so ziehen, dass wir uns keine Falten ziehen. Das muss ganz gerade sein. Und je ordentlicher man es macht, auch vor allen Dingen gucken, dass unser Muster immer schön übereinander ist, wenn ihr auch in Streifen gestrickt habt, aber auch das Muster in sich muss gut zu sehen sein. Schön die Übergänge, und da ist es wirklich wichtig, es zusammenzustecken, und das nähen wir jetzt ordentlich zusammen. Dann vernähen wir noch die Fäden, die wir haben, am besten auch ganz ordentlich in die Naht hinein, dann sieht man die Fäden halt im Gestrickten nicht. Und auch immer auf der linken Seite die Fäden abschneiden. Denkt dran, schön das Muster feststecken, damit man im Endeffekt gar nicht die Naht erahnt. Das ist jetzt unsere Aufgabe, Naht schließen. Die Mütze ist nun fertig. Die kann man auf ganz viele verschiedene Arten tragen. Entweder die Haare nach hinein und dann nach hinten legen. Was aber auch ganz cool aussieht, wenn man es ganz nach vorne so zieht. Durch den engen Bund kann man das alles machen mit der Mütze. Die Figur ist jetzt ein bisschen klein dafür. Und das Muster kommt voll zur Geltung. Und dann hoffe ich sehr, es hat euch gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Und wenn ihr die Mütze vielleicht noch ein bisschen aufgepeppt haben wollt mit verschiedenen Arten, das zeige ich dann noch in einem weiteren Video. Ansonsten wünsche ich euch wundervolle Tage, liebe Grüße und tschüss.